Die Tiefenruine. Ich glaube, so viele Legendäre wie hier trifft man selten. Und damit willkommen zurück. Regirock haben wir es ja schon ordentlich gezeigt. Jetzt ist wahrscheinlich Regice dran, nehme ich mal an. Und dann sehen wir mal, dass wir heute vielleicht sogar noch bis Regi-Stil kommen. Abwarten, Leute. Wir gehen jedenfalls weiter. Und da ist es auch schon. Jawohl. Gut, ich denke mal, Regice sollte jetzt nicht so schwer werden, aber sehen wir mal. Nicht, dass uns irgendwie sowas wie ein Blizzard oder so erreicht. Das könnte sehr nervig sein wiederum. Oh, ein Kyogre ist auch wieder zurück. Cool. Das ist in der Tat sehr praktisch. Das ist ja super praktisch. Alright. Gut, ich meine, Shiki und Gekabo haben wir auch noch dabei. Die wollen wir natürlich nie verlieren. Schauen wir, dass wir erstmal aufschießen. Ach, da drüben ist unser M-Track. Sehen wir doch mal. Natürlich, die Aufruhr kommt erstmal wieder. Oh. Oh Mann, ey. Das lässt auch nicht locker. 41 gleich mal. Krass. Ich meine, deine Schwächen sind relativ enorm, ne? Natürlich kriege ich gleich mal einen Debuff rein über Eissturm. Das ist nicht so schön. Aber mal gucken. Vielleicht gehen wir trotzdem gewaltig ab. Ich meine, mit Gestein und so weiter dürfte das ganz schön wehtun. So, sehen wir doch mal, wie viel da noch fehlt überhaupt. Das war's schon. Wow, mit einem Absorber von Gekaboa. Richtig schlecht einfach. Ja, das war mal wieder ein schneller Kampf. Damit ist Regice auch Geschichte. Und wir kriegen das Triforce der Weisheit. Oder auch einfach nur das Eisteil. Welch kreativer Name. Wahnsinn. Das Eisteil. Schon sagen, das ist schon überwältigend. Ich überlege, ob ich nicht selbst die... Ach, warte mal, ist die jetzt... Ach, das ist automatisch jetzt ausgerüstet. Bei dir cool. Aber irgendwie fehlt eine Nummer 3, kann das sein? Stimmt, Chris sollte eigentlich doch das Sympathieband ausgerüstet haben, deswegen verwirrt mich das gerade ein bisschen. Geben an Chris. Gibt es eigentlich auch eine ultimative Brille, die irgendwie Spektral und Röntgen vereint? Das wäre mega praktisch. Kommt mir nur gerade so. So. Dann wollen wir doch mal sehen. Oh, ein Funkelfels. Mit einem Heilsamen. Das ist immerhin ganz nützlich. Schlupphucker. Nimm die Aquawelle. Haut erstmal Amnesie raus, aber das ist dein Untergang, Schlupphuck. Das ist dein Untergang. So. Ach du meine Güte. Ein Pantymos ist auch ziemlich nervig. Wir haben wirklich sehr viele nervige Gegner drin. Das gefällt mir nicht. Wir tauschen mal kurz Plätze. Nicht so ungut. Es ist einfach ein bisschen stärker so. So ein kleines bisschen. Oh mein Gott, das ist einfach so absurd. Das ist einfach so lustig, weißt du? Das Kyogre einfach schafft fast gar nichts, da wechselt sie kurz am Rosso. Wie so ein Maschinengewehr arbeitet es sich durch. Es ist fantastisch. Ein Schlupphuck, haben wir überhaupt noch Platz? Nee, haben wir nicht, ne? Oh Gott, hau ich irgendwas raus für Schlupphuck? Lohnt sich das? Säurespeier, Horter, Entfessler, Verzehrer? Ja. Wir können tendenziell Meditales raushauen, weil ich es eh schon habe. Ja, von mir aus, ist okay. Mal sehen. Huch. Okay. War anscheinend nichts Außergewöhnliches mehr. Oder doch? Naja, kommt schon klar, hoffe ich mal. Warum? Wie habt ihr es geschafft, dieses Schlupphuck bitte schon aufzuwecken schon wieder? Ich hoffe mal, er kriegt das hin. Wow. Gut, das war's. Glücklicherweise. Was ist jetzt schon wieder los, Leute? Oh, ein Hypno. Hydropumpe. Boom, boom. Fertig. Easy peasy. Ah, die Treppe ist da. Sehr gut, gehen wir weiter.
Ah, es wird langsam gefährlich, ich merke schon. So allmählich wird es ein bisschen unangenehm hier unten. Und wir sind eigentlich noch nicht mal bei einem Drittel. Das ist schon krass, ne? Das ist wirklich der Wahnsinn. Was einen hier unten noch alles erwartet. Ach, Zugabe. Das bringt viel, wenn ich gar nichts eingesetzt habe. Viel Spaß beim besiegt werden, nennen wir es mal so. Bei dem Overkill weiß ich nicht, wie viel wirklich noch übrig bleibt, um ehrlich zu sein. Oh nein, gleich wird Flurmel wieder aktiv. Okay, never mind. Das habt ihr gut gemacht und eine Sinelbeere springt auch noch raus. Können wir gebrauchen. Sehr schön. In dem Tempo darf es gerne weitergehen. Dann sieht die Sache doch immer ganz gut aus. Ja, hau deinen Aufruhr schon wieder raus. Es ist auch gar nicht anstrengend oder so. Aber immerhin funktioniert es einigermaßen. Das ist das Lustige. Ich meine, die haben ja alle keine AP. An sich ist das unbegrenzt und von daher ist das ja gar nicht mal so schlecht eigentlich, ne? So. Es ist nur so, dass das immer sehr lange dauert, bis Flummel da mal durch ist und gerade in so einem großen Raum dann. Ihr seht es ja, jetzt betritt wieder jemand anderes den Raum und es geht fröhlich so weiter. Aber immerhin, da sind beide weg und ich meine, das ist alles, was zählt und die Treppe ist auch schon zu sehen. Sehr gut. Sehr, sehr gut, ja. Ich denke, also Regis Steel sollten wir auf jeden Fall noch erreichen können. Sehen wir mal, ob irgendwie heute noch am Mew sehen. Das weiß ich nicht. Aber es müsste sich hier drin ja auch aufhalten. Also wäre natürlich das Beste. Habe ich überhaupt noch alles dabei, was ich so brauche? Anwerbungsorb, Talentorb und so. Pantimos, du, nein. Bitte nicht, okay? Ich brauche jetzt wirklich kein Pantimos. Wie sieht's aus? Top-Äther. Können wir einfach direkt trinken. Wer braucht denn überhaupt was? Vielleicht für deine Aquawellen. Aktuell sieht's gut aus. Nach dem Bosskampf alles wieder da. Das ist natürlich sehr schön. Oh, was ist schon wieder passiert? Ah ja, stimmt. Ich habe ja keinen Beleber. Aber es ist egal. Dann ist halt beim nächsten Bosskampf wieder da. Das ist mir jetzt relativ egal, wirklich. Lang nicht mehr passiert. Ja, jetzt sehe ich natürlich nichts. Ach, es war ein Pantimos? Wirklich, wie zum Geier. Ja, Kyogre lässt sich von Pantimos vermöbeln. Das ist natürlich auch großartig. Kann man sich vorstellen. Fantastisch. Ich sage, das ist echt amüsant, wie wenig Kyogre aushält an sich. Das traust du dem einfach nicht zu. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist wirklich schlimm. Jetzt natürlich noch ein bisschen boosten können, aber dass es wirklich so wenig aushält. Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Ist so weit weg, dass du es wahrscheinlich einfach umboxst, oder? Oh mein Gott, so viel dazu. Da fliegen schon wieder die Fetzen. Das geht doch weit genug, oder? Geht das weit genug? Ach nee, bist du zurückgeschreckt? WTF, sind alle gleichzeitig zurückgeschreckt? Oh mein Gott. Nein, das geht nur ein Feld. Oh mein Gott. Das war ganz schön gruselig nämlich gerade. Wobei, ich halte eigentlich genug aus. Ach, du hast einen Himmelsfeger von da drüben aufgeladen? Das kann natürlich sein. Warum habe ich nicht gleich die Hydro-Pumpe einfach draufgehauen? Um ehrlich zu sein, wäre das natürlich das Beste gewesen. Aber egal. Passiert. So, wir nehmen uns mal kurz den Apfel hier, wenn wir schon dabei sind. Auch wenn uns das fast nichts bringt, aber hey, gratis Nahrung. Wer sagt da bitte schön nein? So, dich hätten wir auch erledigt. Ja, kannst du auch gleich mitnehmen. Geht voll klar auf jeden Fall. Das haben wir mal auf den Knochenrang drauf. Sehr praktisch immerhin, ne? Weil ich mal gucken muss, was jetzt eigentlich alles drin ist. Ich glaube, hier haben viel zu viele Äpfel dabei, um ehrlich zu sein. Sehen wir mal, ob irgendwo noch was Kampfunfähiges lauert, was wir mitnehmen können mit den Äpfeln. Aber davon abgesehen, oh wow. Ihr droppt die sehr gerne, was? Ich sag nicht nein. Das ist natürlich ganz cool. Klasse. Und ja, ich meine, Kyogre ist danach wieder da. Es ist nur ärgerlich, dass uns... Ja, stimmt, ich glaube, die Belebersamen wurden unter ja auch verklebt, also... Ja, ätzend, ne?
Da braucht man sich nicht zu wundern. Mit Verklebungen hast du auch immer hier zu kämpfen, mit den ganzen Fallen. Kann uns auch immer noch passieren, weil eigentlich hat der Kyogre die Spektralbrille. Okay, solange du dein Lichtschild raushaust, können wir das Ganze, glaube ich, auch noch so lösen. Okay, das reicht wahrscheinlich schon eben. Ein Spukball, ja? Auf die Distanz. Ich hoffe, meine Hydro-Pumpe regelt. Nein, danke dafür. Nein, jetzt kommt er mit Konfusstrahl. Ich raste aus. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das war immer ein sehr guter Treffer. Uff. Ganz schön mieses Apollo gerade. Oh oh. Achso, du hast schon irgendwas, glaube ich, erledigt damit. Sehr gut. Hui. Böse. Ganz schön böse. Was haben wir hier? Eine Drachenrute. Kann die überhaupt jemand lernen? Ich glaube nicht. Von denen, die dabei sind. Ja, ein Elixier. Das nehmen wir natürlich auch gleich mal mit. Das hilft ungemein. Auch wenn wir eigentlich bald bei Registeel schon da sein sollten. Oh, nein. Verdammt. Oh Gott, das hat voll übersehen gerade. Kriegt ihr das hin? Ja, das sieht eigentlich gut machbar aus. Ich vertraue euch mal. Ihr habt es anscheinend auch verwirrt, das ist gut und es ist eh schon weg, sehr gut. Gute Arbeit, meine Freunde. Da hätten wir selbst einen Spukball, aber den brauchen wir gerade nicht. Okay, ja, wie gesagt, bald sind wir da. Ausgezeichnet, wunderbar. Bis auf die Dornkanone sollte ich alles treffen, also viel Spaß. Das ging mal wieder sehr, sehr schnell. Oh, das nächste. Haubacke. Oh Gott, lad doch nicht den Himmelsfeger auf. Das ist zum Beispiel auch eine sehr gruselige Attacke, wenn sie irgendwie aus der Distanz einfach kommt, weil sie einfach sehr, sehr mächtig ist. Deswegen ist das natürlich immer mega gruselig. Oh, cool. Reflektor, dein Ernst. Aber ich habe auch eine Hydro-Pumpe im Petto, also insofern. Tschüss. Nächste Ebene. U33. Ampharos. Oh, wow. Vorsicht. Ich hoffe, ja gut, wobei Blitzfänger ist ja am Start, also kein Problem. Kriegen wir hin. Habe ich ja nicht umsonst dabei. Wir haben ja eigentlich ein sehr anfälliges Team, was das betrifft. Ja, und da ist es anscheinend auch so, nee, das war einfach nur ein Debuff. Bisschen nervig, aber egal, du bist jetzt weg. Und auch nicht. Der Rest regelt, oder? Ja. Diese Hydro-Pumpe verfehlt mir in letzter Zeit so häufig. Wird aber wahrscheinlich nicht sehr viel anders sein wie den Hauptspielen und eigentlich schon eine relativ gute Präzision haben. Ich meine, wer kennt es nicht? In den Hauptspielen auch eine Hydro-Pumpe, die daneben geht. Ist kein schönes Gefühl. Das möchte keiner. Mach's einfach so und gut aus. Ja. Das reicht völlig aus. Es können einfach immer so viele Angriffe daneben gehen und ist einfach so egal. Das ist das Beste daran. Dieses Set ist einfach ultimativ. Ja, super aggressiv und am Rosso an sich relativ defensiv dazu noch. Eine fantastische Kombination einfach, dieses offensive Potenzial da rauszuhauen. Nein, 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 oh Gott, wenn Shiki dran glauben muss, verdammt nochmal. Habe ich einen Orb, um irgendwie Leute zu versammeln oder so? Habe ich irgendwas? Das wäre jetzt nämlich super unschön. Ich will jetzt nicht Shiki verlieren da unten, das wäre eine Katastrophe. Ich könnte einfach auch einen Stopper natürlich noch benutzen, klar, das geht natürlich auch, dann ist es zumindest mal... Ja, ich glaube, ich mache das mal, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ah, es verfolgt uns anscheinend schon wieder sehr gut, alles klar. Das war mir jetzt nicht ganz geheuer, dass wir Shiki verlieren, das wäre natürlich ein No-Go. Da ist es auch noch, das Ampharos. Du kriegst jetzt auf jeden Fall mal dein Fett weg, ich sag's dir. Einfach Shiki auflauern, ich glaube, es hakt. Nee, ganz im Ernst, wenn es um Shiki geht, da benutze ich dann auch mal sowas. Ne? Einfach nur, um sicher zu sein halt. Das war extrem schlecht diesmal, wow. Da hat er wirklich fast gar nichts mehr getroffen.
Sehr schön, es geht weiter. Level 47. Was machst du da unten? Man sieht schon wieder sehr wenig, das gefällt mir allerdings nicht. Okay, hat es allerdings noch geschafft, das ist gut. Georgbrock brauchen wir eigentlich nicht. Und du bist neu gespawnt, huh, Kollege. Nice. Oh, schon wieder ein Pantymos. Nee, nichts wie weiter. Und wir sind schon da, Leute. Ja, Viertelstunde, zwei Bosskämpfe. Coole Sache. Das ist mal ein Tempo heute. Nicht schlecht. Immer schön, wenn man die Treppen noch einigermaßen schnell findet. So, mal sehen. Du dürftest etwas problematischer werden, aber ich glaube, es ist auch nicht so schlimm, ne? Sehen wir einfach mal. Eisenabwehr haut es erstmal raus. Das ist natürlich sehr nervig. Ich könnte jetzt natürlich auch zur Hydropumpe greifen, aber gucken wir mal, ob das wirklich notwendig ist. Ja, ich gehe jetzt ins Geschehen rein mit Gestein. Das ist vielleicht nicht so toll, ne? Kommt jetzt ganz drauf an, was es raushaut. Ja, das ist. Naja, okay, es geht. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie schlimmer. Gut. Dachte mir es aber schon, ja, die Hydropumpe ist ja eindeutig die bessere Wahl, oder? Ja. Das ist wenig. Nach der Eisenabwehr ist es leider besonders problematisch. Wobei du natürlich immer noch mächtig Schaden raushaust. Das hört schon gar nicht mehr auf hier. Ja, wir gehen einfach da drauf. Das ist das Beste, denke ich. Und eventuell kommt die Spektralbrüder doch zu mir. Oh nein, 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 nein. Du gehst nicht auf Gekka-Bohr los. Oh ja, das ist sehr viel besser mit der Hydropumpe. Kommt schon. Leute, strengt euch an. Ich glaube jetzt nicht, dass es so viel aushält. Aber mal gucken. Oh nein, nein, nein. Es war so klar, ne? Na toll. Genial. Ich meine, Teambeleber habe ich mehr dabei. Ne? Schrecklich. Uff. Ja, das war's schon. Uff. Das arme Gekka-Bohr ist natürlich jetzt weg. Toll. Und da ist es. Das Triforce des Mutes, Leute. Krass, ey. Und einfach nur das Stahlteil. Es ist vollbracht. Du hast das Gesteinsteil, das Eisteil und das Stahlteil gefunden. Dann hast du alle drei Teile vereint. Nanu, die drei Teile, sie reagieren miteinander. Jetzt kann ich mir was wünschen, Leute. Das sieht halt echt einfach so aus. Oh Mann. Müsste nur ein Teil rot sein. Sie fügen sich zu einem Ganzen zusammen. Aus den drei Teilen ist eine Spieluhr entstanden. Team Hard Hero erhält die Spieluhr. Okay, cool. Mit der Spieluhr lässt sich in der tiefen Ruine ein besonderes Pokémon anlocken. Ja, nice. Oh Mann, ey, das mit Gekka-Bohr ärgert mich jetzt trotzdem. Naja, gut, wir haben jetzt einen Schicki dabei, auch das ist natürlich cool. Ich meine, bei der 99-Ebenen-Dungeon, wenn da etwas nicht schief läuft, dann ist das eher, glaube ich, seltsam. Es muss ja irgendwas schief laufen, oder? Irgendwie schon. Und dennoch haben wir knapp ein Drittel jetzt erstmal hinter uns. Das ist schon ziemlich brutal, ne? Bin mal gespannt, was hier alles noch kommt. Ach du meine Güte, dieser Schaden schon wieder. Einfach komplett kaputt. Das ist eigentlich so egal, wenn ich das wieder gebe. Hier, bitteschön. Das Magenvolumen hat sich vergrößert. Dann hat man ja doch irgendwas davon. Gut, die Hydropumpe wurde schon ein bisschen benutzt. Der Rest ist ja jetzt wieder refreshed. Oh, Ampharos, Vorsicht. Aber das kriegt er hin. Oh mein Gott, ich dachte, hat gerade echt wieder Angst. Ein Kyogre, ne? Was machen die denn da?
Ampharos hat eine Mega-Entwicklung durchgeführt. Oh Gott, hier ist irgendwo ein Mega-Ampharos. Unterwegs! Uff! Mach's kaputt, bitte. Ganz schnell. Okay. Das ist sehr gruselig. Oh, okay. Es hat das einfach mit einer Attacke erledigt. Wie man es halt kennt. Oh mein Gott, es hat irgendwas anderes gerade bekämpft. Oh nein! Du, warum wurdest du weggeschoben? Du solltest nach hinten. Du solltest hinten landen. Wie konnte das passieren? Ich habe B gedrückt. Danke dafür. Schön, dass jetzt Mega-Ampharos ständig rumrennen. Ist natürlich sehr freundlich. Oh, Ampharos möchte mit. Okay. Sag ich nicht nein. Alles, was sich mega entwickeln kann, ist gerne gesehen, so oder so. Aber ich meine, Mew ist ja kein extra Bosskampf. Es taucht einfach random auf, ne? Deswegen stört es mich jetzt, dass ich nicht auf Wassertempo zurückgreifen kann mehr. Kiki, ja? Das war's mit dir. Eventuell lohnt es sich dann doch mal rauszugehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß noch nicht mal, ob Mew überhaupt spawnen kann jetzt schon. Oder ob man einmal rausgehen muss und dann nochmal hier rein. Zudem ich die ganzen Golems ja auch nicht bekomme. Ich bekämpfe die erstmal nur, ne? Außer sie haben da irgendwas dran geändert. Ich glaube, ich muss nochmal rein und dann erst kann ich die überhaupt bekommen. Erst mit der Spieluhr. Also, ja. Toll, jetzt sehe ich natürlich auch nichts mehr. Was war das jetzt für eine Falle? Die Klebefalle. Maronbeere ist nicht so schlimm. Das geht noch klar, aber ja, wir sollten die Spektralbrille dann vielleicht doch uns geben zumindest, wenn wir schon an der Front sind. Bisschen umplanen. Ist dann, glaube ich, etwas besser. Aber ich meine, du haust trotzdem noch gewaltig rein, auch ohne Wassertempo aktiv. Das ist nur ein bisschen ärgerlich natürlich. Da, Ninja-Turms gibt's hier. Natürlich witzig, ob man hier ein taktisches Team um Ninja-Turm bauen kann. Das lädt ja immer dazu ein, ne? Ich glaube, früher oder später macht sich jeder Spieler mal Gedanken um Ninja-Turm. Das einfach mit seiner Wunderwache schon ganz außergewöhnlich ist. Huch. Das ist schon wieder mal der letzte Raum. Großartig. Aber wer bist du? Du bist ein Kikli. Ich könnte ruhig ein bisschen verschwenderischer sein im Übrigen. Also, ich habe mehr als genug, um es aufzufüllen. Und aktuell ist das Inventar eher voll. Ja, Tom scheint da eher am Fliehen zu sein. Finde ich auch witzig. Lass einfach gut sein, Flumme. Wirklich. Was ist dein Problem? Oh mein Gott. U39. Das heißt, an der nächsten Ebene könnte ein Mew auftauchen. Wir sollten ja aber wirklich notfalls auch mal unseren Flea-Orb einsetzen. Das könnte ja wirklich leicht eskalieren. Das wäre nicht so schlimm. Vielleicht finden wir noch einen Belebersamen oder so. Ich meine, vom Hauptteam müsste ich, glaube ich, immer welche. Oh, ein Bisasamen ist ja witzig. Aber tatsächlich brauche ich keinen Bisasamen mehr. Hm. Wäre jetzt irgendwie cooler gewesen, gleich ein Gekka-Board zu bekommen wieder. Ich meine, auch ein Flamly oder so wäre eine echt coole Sache. Ich weiß gar nicht, was hier unten alles auftauchen kann, aber anscheinend scheinen Starter ja gar nicht so selten zu sein dann. Und ich glaube, bei Mew würde extra eine Message stehen, oder? Nicht, dass ich jetzt, wenn ich einfach weitergehe, das vermasse. Ich bin mir da nämlich nicht ganz sicher. Ich glaube, alle 10 Ebenen, oh Gott, wir haben jetzt Voyen Genaues vor uns. Da könnte die KI, glaube ich, leicht mal Mist bauen bei so einem Voyen Genau. Ja, genau, wegen solchen Sachen. Bitte tut's nicht, okay? Haltet euch zurück. Ich glaube, wir gehen einfach weiter. Ich weiß halt nicht, ob das einfach dann ein Random Spawn ist, ne? Das ist das kampfunfähige Pokémon, kann ich jetzt leider nicht mitnehmen. Nee, das können wir knicken. Das wird so nix. Macht aber nix. Oh Gott, ja, Mega Scarabon wäre natürlich auch super gefährlich. Das kommt direkt mal weg. Ja, ich meine, drei verkettete Angriffe. Das ist nur etwas inkonsequenter, wenn wir kein Wassertempo mehr haben. Weil dann würde sich alles sogar nochmal verdoppeln. Ne? Das wäre natürlich besonders heftig. Oh, Moment mal. Den könnte ich doch dann wahrscheinlich schon einsetzen, oder?
Ja, wir haben so viele Äpfel, die können wir wirklich ablegen. Natürlich, aktuell kommen wir tatsächlich ganz gut klar, weil Kyogre scheint tatsächlich eher eine Last zu sein. Das ist echt witzig. Ich habe mir gedacht, ja, ne, wenn du Wassertempo maximal ausnutzen möchtest, aber Kyogre ist einfach zu anfällig. Das ist gar nicht so toll. Ist ja trotzdem teilweise am Outspeeden. Das finde ich relativ beeindruckend von Amoroso. Also ohne Wassertempo jetzt hier so krass unterwegs zu sein, ist schon ziemlich beeindruckend. Okay, da haben wir einen Top-Elixier. Aktuell hat tatsächlich keinen Bedarf dran. Das ist das Witzige daran. Schauen wir mal, ob auf Ebene 50 wir vielleicht Glück haben. Ja, jetzt geht's los, ne? Ich meine, mit solchen OP-Moves bin ich eventuell noch stark genug, dass ich halt direkt wegräume. Immerhin. Okay, cool. Ja, und da müssen wir aufpassen. Es hat einfach Armstoß dabei und auf Amtrak selbst kann ich nicht verzichten. Das ist das Problem dabei. Okay, diese Scarabons, die sind super gefährlich. Könnte man sogar überlegen, ob man nicht ab jetzt tatsächlich dann nochmal wechselt. Ach, natürlich kriege ich Brand ab. Was auch sonst. Klasse. Oh. Eventuell könnte jetzt eine Röntgenbrille mal nützlicher sein. Sonst finde ich die Fallen halt eher schlimm, muss ich sagen. Oh nein, das ist ganz, ganz schlecht auch. Ein Glück, dass es noch gereicht hat danach. Wenn man doch mal viel daneben geht, das ist natürlich furchtbar. Na, ich mache auch weniger Schaden. Das kommt dann auch noch dazu durch den blöden Brand. Ich habe echt nichts dabei, was mich jetzt vor Brand schützt. Nur damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber gut, nächste Ebene möglichst schnell erreichen hilft natürlich immer. Klar. Und da geht das schon wieder los. Das ist immer sehr gefährlich, aber du bist schon ziemlich am Ende. Oh Gott. Das ist schon wieder gruselig. Wir sehen aber auch, das ist wirklich vollgepackt mit Fallen. Also man möchte schon auch nicht auf die Spektralbrille verzichten an sich. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei. Vielleicht haben wir auch mal einen Raum, wo wir ein bisschen was Sinnvolles wieder bekommen. Das Klimabandana brauchen wir schon mal nicht. Das ist Quatsch. Und so schützt uns der Aufruhr tatsächlich mal ganz gut. Ich meine, hin und wieder einfach alles dadurch so blockieren, dass sie uns gar nicht erst erreichen, ist auf einmal dann doch ganz nützlich. Auch wenn das halt sehr viel Zeit beansprucht, aber das ist es halt auch schon. Plosivsamen brauchen wir auch nicht. Schon ziemlich witzig irgendwie. Warte mal, wurde jetzt Flume mal besiegt oder nicht? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Zumindest kommen noch zwei hinterher. Ich hoffe mal, es ist dann doch dabei. Oh, Scarabon, ja. Super gefährlich, wir haben es ja gesehen. Dieser Armstoß, der tötet uns auch relativ instant. Mehr Plosivsamen will ich gar nicht. Mensch, Spiel, was haben wir denn da? Vielleicht ist das mal nützlicherer. Erkenntnis. Ja, sehr gerne. Das ist super. Wir haben jetzt allerdings nichts dabei. Wobei, warte mal, stimmt, der Erkenntnis setzt uns ja in den Zustand, dass alles Volltreffer sind. Also müsste eigentlich auch alles treffen automatisch, oder? Könnte man drüber nachdenken. Mit der Spektralbrille sehe ich natürlich, was sonst so los ist. Auch wenn ich jetzt keine Mega-Entwicklung habe, aber das könnte eine Idee sein. Dann würde ich zwar auf Kyogre verzichten, aber eventuell ist es dann doch ganz sinnvoll, wenn wir diese Erkenntnis einfach mitnehmen. Das könnte schon sich bewähren. Einfach mal so, ohne Mega-Entwicklung quasi, ne? Braucht's ja nicht unbedingt. Erkenntnis an sich ist ja schon ein sehr starker Effekt. Wir kommen einfach weiter, das ist auch sehr schön. U46 schon, krass. Es geht vorwärts, immer noch, im schönen Tempo. Genau, Flummel lebt noch. Zubart, da weiß ich nicht. Könnte uns eventuell verwirren oder so, das wäre natürlich auch etwas nervig. Davon abgesehen, natürlich jetzt nicht unbedingt der härteste Gegner oder so. Mal weg mit dir. Ach Gott. Unnachgiebigkeit. Ich kann dich, glaube ich, echt nicht mitnehmen. Das Witzige ist, dass ich echt keinen Zubat habe. Genau. Wie war das auch gleich? Ah ja, das fand ich zum Beispiel auch ziemlich nützlich an sich. Aber ja, ich glaube, Zubat kriegen wir auch so relativ einfach wieder. Sollte jetzt nicht so schlimm sein.
da wird's jetzt nervig, ich sehe schon. Ja, wir sollten lieber erstmal weitergehen, weil du weißt auch nie, ob er nicht... oh Gott, genau solche Sachen macht. Was zur Hölle? Holy moly. Okay, gegen dich komme ich natürlich an, das ist jetzt nicht das Problem. Ja, so viel dazu, schön. Was macht ihr eigentlich? Und dann noch daneben hauen. Was ist euer Problem? Danke, geht doch. Oh, wow, das hat mich echt wieder verbrannt. Tatsache. Bisschen ja Pech gerade. Ne, U50 nehmen wir auf jeden Fall mal auch mit heute. Außer es passiert irgendwas super Dramatisches und wir geraten so ins Hintertreffen, dass wir lieber fliehen sollten. Sehen wir mal. Bisher sieht es ja noch ganz gut aus. Super Sache. Das können wir auch mal wieder gebrauchen. Ist gar nicht mal so schlecht, dass da jetzt eins liegt. Zumindest genau für die Hydropumpe schon mal. Auch wenn wir später wahrscheinlich nochmal den Rest auch auffüllen müssen. Hauptsache, wir können irgendwie Anwerbungen mit Talent und so weiter kombinieren. Plus Sympathieband, plus Trugschlag gegen Mew sollte eigentlich mit das Beste sein. Aber ich keine Ahnung habe, wie stark Mew ist. Das weiß ich jetzt überhaupt nicht, ne? Sichtsamen. Kann man ja auch mal einfach essen, oder? Braucht man an sich jetzt nicht, aber wir haben einen Magenfüller. Genau, ist also trotzdem ganz nützlich, sowas einfach mal zu essen. Oh mein Gott. Ich Trottel, ich hätte das eigentlich wissen müssen, ne? Da unten ist die Treppe. Okay, ich hätte den Monsterraum sowieso nicht meiden können. Alles klar, ist gut zu wissen. Dann brauchen wir keinen Vorwurf zu machen. Aber wir benutzen natürlich einen Stopper-Orb, klar. Gut, wir sehen ja an sich alles. Das ist wirklich nur die Frage, wie wir weitermachen wollen. Die wollen genaues können Bodyguard, deswegen sollten wir sie meiden. Da können wir wahrscheinlich schon draufhalten. Vulcano möchte mit, aber wir haben ja auch schon Vulcano. Nope. Nein! Oh mein Gott, die Aufruhr! Ich hasse es. Holy shit, jetzt kommen die ganzen... Oh mein Gott, nein. Was hast du getan? Was hast du getan? Nein! Oh mein Gott, dieses Flurmel. Es war so klar, dass es irgendwann noch zum Problem wird. Ja, das kann lustig werden. Das kann sehr lustig werden, Leute. Was zum... Nein, warte, das ist kontraktiv. Oh mein Gott. Kannst du damit bitte aufhören? Jetzt wird's wirklich unangenehm, Leute. Jetzt wird's richtig unangenehm. Nein, ich habe wegen Wegsperre keine andere Möglichkeit. Ugh. Komm schon, dann mach wenigstens so viel Schaden, dass das einigermaßen klappt. Uff. Dieses Flurmel. Jetzt wurde es doch zum Problem. Mit einem Stopper-Orb zusammen klappt das natürlich dann überhaupt nicht mehr. Och Gott. Und das nur, weil ich kein Flurmel habe. Sonst wäre es ja nicht mal dabei. Schlimm ist das. Nein. Danke. Warte. Eine Möglichkeit gibt es, sich dagegen zu wehren. Das dürfte nicht funktionieren an sich, ne? Sehr gute Möglichkeit, ja. Okay, ja gut, der Rest ist jetzt erstmal in Ordnung. Und wenn wir Glück haben, das ist jetzt nur ein Sichtsamen, wow. Sollte ich aber tatsächlich nehmen, weil hier sind auch Fallen. Dann ist ja, glaube ich, nur Glück. Ja gut, die ist eh kaputt. Natürlich gibt es hier nur so einen Plosivsamen. Das war es wahrscheinlich auch schon, ne? Ja, das sind halt noch Eisennadeln. Ja, wir können sie mitnehmen, es ist eh alles auf der Ebene blockiert. Ist dann vielleicht doch ganz sinnvoll. Wir können uns auch noch in Ruhe umgucken. Weil vielleicht haben wir noch gute Items. Was zum...
Danke dafür. Jetzt wird's langsam sehr unangenehm. Immerhin hat das geklappt, ja. Warte mal. Kann ich das mitnehmen? Mit entschärfen. Ne, ich hau dich nochmal raus. Sorry. Ist, glaube ich, besser. Na, Leute, müssen uns beeilen. Ja, wir gehen besser einfach weiter. Was für ein nerviger Raum. Das nur, weil Flurmel meint, das muss Aufruhr spammen. Danke dafür. Sonst hätte ich den perfekt unter Kontrolle gehabt. Dieses elende Flurmel, ne? Ich sag's euch, furchtbar. Na, ich bin zurückgeschreckt, oh, ein Glück. Puh. Jetzt wird's nochmal ernst, ich sag's euch. Ihr sollt auf jeden Fall eine Siedelbeere nutzen. Und eventuell auch, ja, wir können mal die ganzen Top-Äther verballern, dass wir mal Zeugs mitnehmen können. Oh mein Gott, genau das ist ein Problem. Wartet, ich hab's gerade eben, ja, dann nutzt noch kurz das hier. Bei Scaraborn haben wir schon gesehen, wie extrem das hier ist. Ein Glück, dass ich es da oben gerade gesehen habe. Dann kannst du jetzt, glaube ich, Katapult auch noch aufladen, problemlos, ne? Und dann kommt mal die Sinelbeere dran. Und dann geht's dir wieder einigermaßen gut. Ne? Das ist das Wichtigste. Weil der Armstoßer kann uns natürlich trotzdem einfach zerlegen. Dürfte aber so ziemlich, glaube ich, das Einzige sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Konter. Ja. Konter wirkt in Mystery Dungeon wirklich mehrere Runden. Dann ist das ja sogar echt broken. WTF. Vor allem mit Wegsperre bei, wohin genau, ist das ja mega gruselig. Ich meine, du kannst ja eigentlich nicht wirklich was dann dagegen großartig noch machen, halt nur noch speziell, okay, aber wenn du es nicht hast, ouch. Ja gut, wir selbst können noch Sachen werfen, das geht natürlich, ne, habe ich ja vorhin mal gemacht. Ich benutze mal den Sichtsamen jetzt regelmäßig. Das kann ja nicht schaden, denke ich. Wir werden schon irgendwie den Durchblick haben. Okay. Gut, vielleicht ein bisschen verschwendet diesmal, aber eine Ebene noch, dann ist die nächste Mew-Chance schon da. Da wird wieder Aufruhr gespammt bis zum geht nicht mehr, weißt du? Furchtbar. Und bei Mew habe ich halt keine Ahnung, wie viel das überhaupt aushält. Und letztendlich, ich glaube, ich kann jetzt alle 10 Ebenen halt auftauchen. Wir müssen mal gucken. Schwundfalle. Großartig. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht den Sichtsamen, ne? Wir müssen durch den Raum durch. Oh, es macht einfach weiter. Dieses Geräusch, furchtbar. Vor allem, es verfehlt einfach ständig. Was wurde jetzt mit Schwundfalle belegt? Ach, Trugschlag. Ja, den brauche ich natürlich für Mew. Großartig. Da komme ich nicht drum rum. Wir räumen mal kurz auf. Top-Äther, genau. Nein, was mache ich? Oh Gott, jetzt habe ich mich verklickt. Ach, super, das war natürlich richtig intelligent gerade. Natürlich habe ich jetzt nur noch Top-Elixiere, aber ich brauche ihn, wie gesagt, für Mew, definitiv. Wir wollen ja die maximalen Chancen rausholen. Das andere, ja, Sympathieband ist jetzt, ist auf mich. Okay, das passt, das ist in Ordnung. Aber ja, jetzt muss ich leider ein Top-Elixier benutzen. Aber egal, ich will ja eigentlich auch eh raus. Ich weiß nicht, wenn jetzt Mew nicht kommt, ob wir die nächsten Ebenen noch machen, ist halt fragwürdig. Ich weiß halt nicht, kommt da eine Message? Ich habe halt keine Ahnung, wie das abläuft. Oh mein Gott, Aerodactyl gibt es ja auch. Aber das können wir herausfordern, das sollte kein Problem sein mit Katapult. Oh nein, das hat natürlich Erzwinger drin. Das sind Mystery Dungeon tatsächlich sehr nervig sein kann. Ein Flunkiefer. Aber keine Ahnung, ist das dann einfach eine Zufallschance? Kriegen wir eine Meldung? Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft, ne? Funkiefer haben wir natürlich schon, hat sie auch schon bewährt. Oh mein Gott, Machomai! Holy shit! Ist das gruselig. Was? Es will mit? Okay, das ist natürlich schon cool irgendwie. Ja, gerne.
Vielleicht hau ich doch mal Flummel raus, weil es mich einfach die ganze Zeit so sehr nervt. Okay, aufschwatzen ist jetzt nicht wirklich wichtig, aber Macho Mai ist schon irgendwie ganz cool. Oder nein, wir hauen Traumato, glaube ich, eher raus. Es gibt ja auch Hypnos und das passt schon so. Die Aufruhr ist zwar in Monsterräumen super doof, allerdings hier hilft es uns dann doch immer ganz gut, stelle ich so fest. Das ist halt so ein bisschen so ein Abwägen. Das kann auch kontraproduktiv sein. Oft genug ist es aber tatsächlich was, was uns weiterhilft. Deswegen bin ich da mal so. Oh mein Gott, das ist nervig. Ja, es braucht halt mega viel Zeit. Das ist halt das andere. Oh, okay. Ich kann dich nicht einschätzen, das ist mein Problem. Das funktioniert jetzt hier gar nicht. Okay, dann mach das aber so. Dann doch lieber ein bisschen aggressiver. Aber es kann echt erst sein, dass Mew spawnt, wenn wir den Dungeon einmal verlassen und dann wiederkommen. Ich bin mir halt nicht sicher. Es kann sein, dass ich das alles umsonst gerade mache. Ich weiß halt nicht, wie es funktioniert. Das ist ein echtes Problem. Ich meine, wir können weitergehen. Huch. 51 sieht mal ganz anders aus. Oh mein Gott. Das erste, was er sieht, ist so ein Aerodactyl. Nein, das macht doch so nichts aus. Ah, bitte hab nichts, was OP ist. Oh Gott, ich kann zurückschrecken. Ich bin zurückgeschreckt. Flummel. Oh Gott. Das ist auch nicht gerade nett. Wobei, Moment mal. Nein, Knochenmaran kann ich nicht benutzen von hier hinten. Nicht, weil ich mit Katapult nicht was vorgeschwächt habe. Moment mal. Nope, das können wir alles vergessen gerade. Aber ich kann eine Eisennadel schmeißen, das geht natürlich immer. Ich will es aber nicht zuweisen, weil sonst wird es wieder gespammt. Hast du jetzt ernsthaft daneben gehauen? Uff. Schmeiß die Eisennadel, bitte. Danke. Ach was, man kann auch so rekrutieren, das ist ja witzig. Oh Mann, ey, ich habe echt keinen Platz mehr gerade. Okay, Erholung, alles klar. Das kann ich natürlich nicht vorbei. Erholst du dich mal? Danke. Sehr freundlich. Oh, Top-Elixier, sehr gut. Und Tarnstein hat er auch ausgelegt, na ganz großartig. Und erstmal mit Aufruhr den ganzen Raum aufschrecken, sodass auch ja jeder Einzelne mich angreifen möchte. Danke. Wobei, wahrscheinlich waren die eh schon aufgeschreckt jetzt durch... Au! Oh mein Gott, da komme ich nicht hin. Natürlich haben wir jetzt was, was den ganzen Raum abdeckt. Nee, Leute, tschüss, ich bin draußen. Wenn wir das nächste Mal den betreten, dann werde ich gleich so viele Ebenen vorab spielen, das sage ich euch. Dass wir dann halt unsere Mew-Chancen nutzen, also sprich ab Ebene 40 oder so. Aber nee, in dem Fall ist es wirklich zu gefährlich gerade. Hier sollte ich nicht weitergehen, das wäre absolut dumm, das wäre Selbstmord. Ich könnte mich jetzt mit Sinelbeeren heilen, das würde nichts bringen. Raus hier ist besser. Außer haben wir dann sehr viele rekrutiert und können wir nächstes Mal besser abwägen, wen wir mitnehmen und wen wir halt nicht mitnehmen sollten. Weil ich jetzt halt sehr viele Pokémon schon gewonnen habe dadurch natürlich, darf man auch nicht vergessen. Jetzt kommen die Belebersamen, alle in den Kisten, weißt du, der erst danach öffnen kannst, ist klar. Ja, damit hätte ich schon noch ein bisschen länger machen können, danke dafür. Richtig gut, oh Mann. Egal, aber ja, es war auf jeden Fall das Beste, rauszugehen, ist einfach so. Wir hatten ja die drei Regels bekämpft, ist in Ordnung. Oben mit Sympathieband und dem ganzen anderen Kram kann ich natürlich nochmal rein. Kyogre muss ich halt mal gucken, oder? Wir machen halt gleich von Anfang an Erkenntnis, sodass er sofort in seiner Spezialform ist. Ja, natürlich kommst du mit, oh Gott, Hilfe. Und das machen wir alles irgendwann anders. Schluppuck. Kommt auch mal mit. Genau. Aber ja, so haben wir halt einfach jetzt sehr viele rekrutiert und du hast dann eh wieder nicht den Platz, also irgendwie klappt es dann doch nicht so ganz sonst und ich meine... Ja, wenn du wirklich alles mitnehmen willst, musst du eben mehrfach rein. Das ist einfach so. Von daher passt das schon. Das ist völlig in Ordnung. Macho Mai zum Beispiel, denke ich, ist auf jeden Fall eine gute Ausbeute. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Chance ist, dass man eins bekommen kann. Aber ich schätze mal eher nicht unbedingt so hoch. Also ist sicherlich nicht verkehrt gewesen.
Wir haben auf jeden Fall einiges rausgeholt, Leute. Das ist das Wichtigste. Wir hatten zwei Bosskämpfe heute und gut ist. Wenn jetzt Mew nicht auftaucht, ist halt eh, glaube ich, dann wahrscheinlich eine Zufallschance oder so. Und wie gesagt, ich weiß nicht hundertprozentig, wie das abläuft. Ich denke, da haben wir schon alles richtig gemacht, so. War wahrscheinlich das Beste, ja. Klonk. Alles klar. Wieder neue Post. Im Kleinhain gibt es sogar mal wieder was zu tun, ist ja witzig. Weil da könnte ich ganz schnell rein für den Regenbogen-Gummi, lohnt sich das sogar. Okay, gut. Genau, also Kyogre oder halt ein bisschen trainieren zumindest oder so, aber das war mir zu anfällig, das hat man deutlich gemerkt. Witzigerweise war es das Anfälligste da drin. Das Einzige, was wirklich zu wenig ausgehalten hat, meiner Meinung nach, mit Abstand. Das trotz Blitzfänger und es gab eigentlich keine Pflanzenattacken gegen uns, das war irgendwie einfach der Rest so, der uns da genervt hat. Aber gut, ja, ich gehe da einfach nochmal rein und dann sehen wir mal, was beim nächsten Mal da rauskommt. Könnt ihr sowieso nochmal mit dem Geld neue Areale erwerben. Ist auch nicht schlecht. Vielleicht können wir dann noch mehr mitnehmen. I don't know. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Part, Leute. Bis bald.